Was geht ab, Leute? Zur späten Stunde hier noch am Start. Ich wollte ganz gerne kurz vor, bevor das Video anfängt, oder was das Video anfängt, ich werde euch einfach nach dem Video, also nach dem Ausschnitt hier, werde ich euch ein paar Vasen-Ausschnitte noch zeigen. Ich habe da getrunken, also ich habe euch ja gesagt, ich trinke so 4-5 Mal im Jahr. Das war einmal davon. Ich zeige euch einfach ein paar Ausschnitte, wie es war und so. War ganz cool. Davor noch mal kurz was zum Statement. Ich muss ein bisschen leiser reden. Erstmal Grüße an alle und beziehungsweise erstmal vielen Dank für das positive Feedback, das ich bekommen habe für das Statement-Video, dass ihr da hinter mir steht. Finde ich top. Danke, danke dafür. Einmal, und zwar geht es um das private Verhältnis mit Karl. Ich habe gesagt, ich hatte nie ein richtiges privates Verhältnis mit Karl. Damit meinte ich nicht, dass ich in jedem Video so getan habe, als ob Karl und ich uns gut verstehen, wir uns aber eigentlich irgendwie gar nicht kennen oder sowas. Ich meinte damit einfach nur, dass ich konnte nie behaupten, dass Karl ein krasser Kumpel von mir war, ja. Dass er irgendwie, dass wir irgendwie übers Wochenende weggefahren sind, mal in Urlaub zusammengegangen sind, abends uns öfter getroffen haben und einfach so ein bisschen in eine Bar gechillt haben oder irgendwie solche Sachen, so was du halt mit einem Kumpel machst. Ich habe mich zwar schon hin und wieder mit ihm getroffen und so, habe was mit ihm gelabert und so, das war aber immer irgendwo mit geschäftlichem Hintergrund so. Das meinte ich damit mit privatem Verhältnis. Das heißt nicht, dass wir euch in den ganzen Videos irgendwie vorgespielt haben und uns in Wirklichkeit irgendwie nicht gemocht haben oder sowas. Das soll es nicht geheißen haben. So gut kann ich auch gar nicht schauspielern, wenn ich ehrlich sein soll. Zum zweiten Thema noch, und zwar Gym Aesthetics. Ich wurde jetzt hier schon wieder angeprangert. Arbeitest du ja nicht mehr mit ihm zusammen. Wieso trägst du dann Sachen von seiner Marke? Das habe ich hier in einem Kommentar übrigens alles schon beantwortet. Ich habe gesagt, ich sage es in meinem Video für alle. Mit den beiden Geschäftsführern von Gym Aesthetics verstehen wir uns sehr gut, der Philipp und der Alex. Und deswegen arbeiten wir auch weiterhin mit den beiden zusammen. Ich habe es auch geschrieben, ich finde die Sachen von Gym Aesthetics nach wie vor qualitativ sehr gut. Mir gefallen die Sachen gut, ich trage die Sachen gerne. Deswegen werdet ihr mich weiterhin mit den Sachen sehen. Und für mich ist immer eine Sache ganz wichtig. Eine Marke wird oft mit einem Gesicht etabliert oder mit einem Gesicht verbunden, ja. Und für mich ist es einfach so, mir ist es wichtig, dass Gym Aesthetics vor allem auch nicht mit einem speziellen Gesicht verbunden wird, sondern einfach, es ist einfach eine Klamottenmarke, die und die Leute vertreiben die. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es sind Klamotten, diese Klamotten sind qualitativ gut, sie sehen gut aus, meiner Meinung nach, und das war's, das sind nur Klamotten, ja. Dass man damit immer irgendwelche anderen Sachen in Verbindung bringt, so würde ich das gar nicht hinstellen. Ich meine, das sind Klamotten, ja. Gut, das zu dem Standpunkt, nur damit ihr es versteht. Ja, ansonsten, jetzt noch ein paar Vasenausschnitte. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Was geht ab? Ball! Liebe Leute, es ist mal wieder soweit. Nach tagelangem Erstreben auf diesen Tag. Ich möchte schon was sagen, nach wochenlangem, langem Erstreben ist es wieder soweit. Der 1. Mai ist angebrochen. Wir sind festtagsmäßig gekleidet. Natürlich gerecht geworden dem Vasen zuliebe. Dort werden wir uns heute hinbegeben und auf die Feier des Tages werden wir uns ein oder vielleicht auch zwei alkoholische Getränke aufs Haus natürlich gönnen. Vielleicht auch nicht aufs Haus. Wie dem auch sei, ich möchte ritterlich, kaiserlich ankündigen, dass ich heute mit meinen Freunden oder mit meinen Kumpanen auf den Vasen gehen werde, um dort ein wenig die Gunst des Tages zu nutzen. Alles klar, Digga. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade beim Sascha. Und ja, wir sind hier beim Vorglühen. Mach's mal erb jetzt, Mann. Alles fit? Was geht ab, Leute? Nichts bei dir. Wir sind jetzt hier am Start im Bus. Hast du Dösen mitgebracht? Mit meinen Bras. Okay, gehen wir mal weg. Ich bin schon gespannt, wie es auf dem Vasen ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich schicke es noch nicht, aber ist schon ein cooles Gefühl. Ja, dann erzähl mal, warum. Also, das Ganze läuft so. In eurem. So, so schön. Wir sind auf dem Weg zum Vasen. Was der sagt, gell? Been a long day without you, my friend. Ich bin Straßenmusiker. Wir kommen frei übelst des Spaßes. Keine Ahnung, also auf jeden Fall einen minimalen Bruchteil des Aufenthalts. Deswegen würde ich sagen, dass du einfach komplett reingekackt hast. Du redest Schwachsinn, aber das ist knallt, gell? Ich hoffe, dein Arbeitgeber sieht es und deine kräftigen Arbeitgeber lehnen dich deswegen ab. Die wollten mich haben, habe ich dann gesagt. Nein, danke. Ey, wie alt bist du, Bro? 14. 16? Ja.
krank, bruh. Nein, so siehst du gar nicht aus, bruh. So, Leute, wir sind auf Mast angekommen und die Mucke hier stimmt schon mal. Es kam gerade Rather Be, glaube ich, von No Place, Rather Be. Der Punkt ist der, wenn ihr Muskelmasse aufbauen wollt, einfach saufen. Alles klar. Alles klar. Wollen wir auf jeden Fall einen geilen Abend, wir gehen jetzt mal in den Airclub. Alrighty. Hey, willst du auch ein Biss von meiner Wurst? Nein, nicht vegan. Also ich scheiß sauer auf mich, weil ich mit Dana Tuss rumgemacht hab. Deswegen ist halt... Jungs, geiler Vlog heute. Verpiss euch. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte nochmal alle anderen Punkte klären. Und ja, ich hoffe, der Basenausschnitt hat euch gefallen. Ich war auf jeden Fall gut dabei. Mir ging es am nächsten Tag auch nicht wirklich gut. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, Leute. Schaut beim letzten Video vorbei. Mach's.